active. Baby, be proactive. She looking so attractive. Dress with the backlist. We can make it happen. You could be the captain. I'll take you to the cabin. Penthouse mansion. Und damit, hallo Leute und was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, und heute jetzt möchte ich schon mal das Joker-Outfit zeigen. Ich habe ja letztes Jahr schon diese Halloween-Outfits gemacht. Und da kam mir leider am 31. Oktober, wo halt auch Halloween ist, leider ja kein Video, weil ich an dem Tag keine Zeit hatte, um dieses Video aufzunehmen. Und letztes Jahr wollte ich schon das Joker-Outfit machen und habe ich mir so gedacht, ja, dann wiederhole ich das oder hole das dieses Jahr nach. Und ja, ich zeige euch heute das Joker-Outfit. Ich weiß, auf YouTube oder wo auch immer, diese Joker-Outfits sind überall immer irgendwie anders. Ich habe mir auch eins erstellt, ich habe mir das selber erstellt, ich habe es versucht, so gut wie möglich nachzumachen. Also ja, ich habe es halt geguckt, so ein Bild angeguckt, habe versucht, das so gut wie möglich nachzustellen in GTA. Ich zeige euch halt einfach das Outfit und dann würde ich sagen, legen wir auch einfach schon mal los. Das müsst ihr euch einmal zu irgendeinem Friseur begeben. Ganz wichtig, erstellt euch dieses Joker-Outfit bitte noch während der Halloween-Event-Woche, weil nach der Halloween-Event-Woche ist die Face-Paint, also die Gesichtsbemalung, die wir für dieses Outfit brauchen, wieder verschwunden. Und ja, deswegen empfehle ich euch das einfach während dem Halloween-Event in GTA das zu machen. So, aber fangen wir einfach mal an. Als erstes geht ihr zu den Frisuren und dort macht ihr einfach mal die Gel-Frisur. Das ist die Nummer 10 von 39. Was ich sagen wollte, ihr könnt mich auch gerne unten in den Kommentaren so ein bisschen berichtigen, ja, obwohl ihr was anderes gemacht hättet oder wie es richtig sein soll. Ich habe mir jetzt hier selber sowas zusammengesucht, was für mich so gut aussah. Deswegen könnt ihr mich gerne berichtigen unten in den Kommentaren oder korrigieren, nennt man das, ja. Und ja, ich mache einfach jetzt mal weiter. Macht ihr einmal die Gel-Frisur. Dann müsst ihr einmal die Haarfarbe ändern und da müsst ihr einmal eine grüne Haarfarbe machen. Ich mache jetzt einfach mal diese hier, die Nummer 39 von 48. Dann tue ich einfach noch ein paar Highlights rein, die macht ihr mit Viereck an und da müsst ihr bei R1 auch so hier die Nummer 39 von 48 auswählen. So, dann kauft ihr euch einmal die Frisur und wartet, bis die Dame euch die Frisur geschnitten hat. Dann als nächstes geht ihr einmal zu den Gesichtsbemalungen und holt euch hier einmal die Gesichtsbemalung. Ich muss kurz schauen, welche das gewesen war. Das müsste... diese hier gewesen sein. Leidender Dämon. Bei mir sieht man die jetzt nicht ganz so gut, weil ich noch so ein Tattoo drüber habe in meinem Gesicht. Das muss ich jetzt gleich noch schnell runter machen gehen. Auf jeden Fall, wenn ihr euch Leidender Dämon angezogen habt oder ausgewählt habt, solltet ihr die Gesichtsbemalung und die Haare schon mal fertig haben. Und wenn ihr das dann gemacht habt, begebt ihr euch einfach mal zum Kleidungsladen. So, dann am Kleidungsladen hier angekommen, müsst ihr euch einmal das Joker-Outfit noch erstellen. Hier seht ihr jetzt auch, wie diese Gesichtsbemalung aussehen muss. Auf jeden Fall müsst ihr euch einmal noch das Outfit erstellen. Als erstes geht ihr einfach mal zu den Hosen. Hier gehen wir einfach mal zu den Anzughosen. Da holen wir uns einfach einmal die lila Hose. Das ist die Nummer 56 von 68. Wenn ihr diese Hose dann angezogen habt, geht ihr zu den Schuhen. Hier geht ihr zu den eleganten Schuhen. Und hier holt ihr euch einmal die Nummer... wo ist sie? 41 von 64. Dann gehen wir zu den Oberteilen, auf die Sakkos. Und hier brauchen wir die Nummer... ich muss kurz selber raussuchen, welche das war. 65 von 83, der lila Sakko. Dann bleibt ihr bei den Oberteilen, geht auf die Hemden. Und hier zieht ihr euch das
grün reingesteckte Hemd an. Das ist die Nummer 55 von 90. Wenn ihr euch dieses dann angezogen habt, gehen wir noch zu den Accessoires. Hier bei den Accessoires gehen wir auf die Krawatten. Kaufen uns hier einmal die lila Krawatte. Das ist die Nummer 56 von 69. Wenn ihr diese dann habt, gehen wir noch runter zu den Handschuhen. Und ziehen uns hier einmal die braunen Lederhandschuhe an. Ich muss die selber kurz wieder raussuchen. Hier diese hier, die braunen Lederhandschuhe, das ist die Nummer 59 von 62. Und dann habt ihr auch schon das fertige Joker-Outfit an. Ich finde, das sieht ganz nice aus. Ja, und ja, speichert euch das dann einfach nur noch ab, dass ihr es nicht verliert, wenn ihr euer Outfit wieder switcht. So. Und dann habt ihr auch schon euer Joker-Outfit. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wie gesagt, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, falls ich eine falsche Outfit-Komponente angezogen habe. Falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare ebenfalls. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. We chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.